Moin moin zusammen, ich grüße euch, ihr Freunde des Fachwerks, Altbausanierer und Heimwerkerhelden. Ich bin's wieder, euer Fachwerker. Im heutigen Video soll es ein bisschen um die Pflege, Wartung und auch die Bedienung eines solchen Kettendampfers gehen. Ich habe, wie ihr vielleicht wisst, so ein Sheppard DP6500. Allerdings sind die Geräte baugleich, also ob das jetzt ein Sheppard DP5500, 6500 oder auch andere Marken sind von Zipa und wie sie alle heißen. Vom Grundprinzip her sind die mehr oder weniger gleich aufgebaut. Deshalb, ich zeige es euch am Beispiel von meinem hier, weil einen anderen habe ich nun mal nicht. Aber das könnt ihr wahrscheinlich auch auf andere Geräte relativ einfach übertragen. Ja, ich würde sagen, machen wir mal einen kleinen Rundgang und ich zeige euch, ich fange mal an mit der Bedienung von so einem Gerät. Ja, als allererstes, das hier ist halt die Perspektive, die man in der Regel hat, wenn man dahinter steht. Und ja, kein Lenkrad, genau. Der steuert sich praktisch wie ein Panzer. Man hatte also rechts und links jeweils zwei Hebel, also jeweils einen Hebel. Und mit diesem Hebel kann man die jeweilige Kette bremsen. Ja, das heißt, wenn ich am linken Hebel ziehe, dann bremst die linke Kette und das ganze Ding dreht sich nach links. Mache ich das am rechten Hebel, dreht sich das ganze Ding nach rechts. Wo man so ein bisschen drauf achten muss, wenn man damit fährt, der dreht sich jetzt nicht, dadurch, dass hier einfach die Kette stehen bleibt, dreht er sich halt um die Mittelachse von dem ganzen Ding. Also nicht, wie man das jetzt meinetwegen bei einem Fahrzeug gewohnt ist, dass man halt die Vorderachse lenkt und der Rest zieht nach, sondern der dreht sich in der Mitte. Das ist manchmal ein bisschen gewöhnungsbedürftig, wenn man noch nie damit gefahren ist. Aber gewöhnt man sich recht schnell dran. Das ist eigentlich schon alles. Dann hat man eine Kupplung. Dieser Hebel hier, da ist eine kleine Sicherung dran mit einem Hebel, dass man den nicht aus Versehen, weil sobald man den Hebel zieht, also wenn man den jetzt so runterdrückt in dieser Position, dann fährt das dann. Da muss man eben sehen, dass man dann, wenn man lenken will, dann lenkt. Ne? So, also so lange wie nix, wie man keinen Hebel bedient, läuft der einfach nur im Stand, alles cool, ist der ausgekuppelt und sobald man den Kupplungshebel betätigt, kuppelt das Ding praktisch ein und fährt los. Ja? So, vorweg hat man eine Gangschaltung, in diesem Fall der Sheppard, der hat drei Vorwärtsgänge und einen Rückwärtsgang. Es gibt halt andere Dumper, die haben dann irgendwie zwei Rückwärtsgänge, ne? Also noch einen schnellen Rückwärtsgang, was gar nicht so unpraktisch ist. Also dieser Rückwärtsgang, der ist schon ziemlich lahmarschig und wenn man enge Geschichte hat, ich habe schon manchmal, dass ich dann rückwärts aus dem Haus fahren muss und dann ist das schon echt lahmarschig. Also zwei Rückwärtsgänge machen dann sogar Sinn und der hat halt drei Vorwärtsgänge. Da gibt es halt Dumper, die haben dann vier Gänge oder zwei Gänge. Das kommt halt ein bisschen drauf an, was das für eine Motoreinheit und für eine Getriebeeinheit ist. Also beim Sheppard ist es so, dass der Motor auf jeden Fall ein Honda-Motor ist. Hier in diesem Fall bei dem 6500 ist das ein 270 Kubik Motor. Die gibt es aber auch ein bisschen kleiner mit knapp 200 Kubik und so weiter. Von dem kann ich eigentlich nichts Schlechtes sagen. Der läuft wie eine 1, der springt super an und auch von der Kraft her, ja, der hat also echt Kraft ohne Ende, kann man sagen. Hier sieht man es auch, das ist so ein G270F. Das ist praktisch ein absoluter Brot- und Buttermotor von Honda, macht man nichts mit verkehrt. Das Getriebe weiß ich nicht genau, was da drunter sitzt, das habe ich noch nicht so genau rausgefunden. Das ist, wie ich ja schon mal erwähnt habe, auch ziemlich hakelig und so weiter. Naja, keine Ahnung, was das ist. Naja, hoffen wir mal, dass das hält. So, ja, das ist letzten Endes auch schon alles zum, hier hat man einen Gashebel, klar, und einen Switch-Off, ja. Das ist auch die einzige Möglichkeit, das Ding auszuschalten. Also den kriegt man nicht anders aus als mit dem Kill-Switch oder eben Sprit abdrehen. Apropos Sprit, wenn man hier an der Seite guckt, hier ist der Vergaser und hier hat man noch einen Benzinhahn hier unten. Und hier oben ist der Choke. Ja, Benzinhahn ist ein ganz nettes Feature. Letzten Endes braucht man den nicht. Also den drehst du, den betätigst du eigentlich nie wieder. Denn wenn du das Ding kaufst, machst du den einmal auf und dann bleibt der offen und fertig. Den muss man also nicht zumachen. Der Vergaser hat eine Schwimmerkammer. Also sprich, da passiert nichts. Der läuft nicht über oder irgendwie sowas. Alles cool. Und den Choke betätigt man hier. So ist er aktiviert, so ist er deaktiviert. Bei meinem Dumper hier im Speziellen, der ist relativ mager eingestellt. Also sobald ich den... Sobald der kalt ist, wenn der kalt ist, kriege ich den nicht ohne Choke an. Da muss ich den Choke wirklich einmal ziehen, nur zum Anschmeißen und dann sofort wieder ausmachen. Das alles. Ja, so viel dann dazu. Also den Choke. Klar, Tank. Logisch. Super Benzin. Ob man jetzt Super Plus da rein tanken muss, boah, meines Erachtens nicht. Kann man natürlich machen, wenn man Bock drauf hat. Ansonsten, naja, reicht das auch. Ne? So, hier, das ist noch der Tank fürs Hydrauliköl. Der Stempel hier logischerweise läuft hydraulisch über die Pumpe hier und wird betätigt hier mit dem Hebel an der Seite. Hier hat man einen Hebel mit einer Sicherung dran, dass man den nicht aus Versehen betätigt. Und wenn man die Sicherung weg hat, dann kann man halt den Hebel hoch und runter und damit fährt man eben dann die Mulde hoch und runter. Das ist auch schon alles. Ja, das Ganze dann hier mit ein paar Schläuchen hier dann runter. Ist also letzten Endes keine
keine komplizierte Sache, kein komplizierter Aufbau. Ja, soviel zur Bedienung, dann kann man das ganze Ding dann neigen. Und ja, das ist auch schon alles. Ne? So. Kommen wir jetzt ein bisschen zur Wartung von dem Gerät. Wenn man den jetzt warten möchte, die Frage ist immer, was muss man überhaupt warten? Also hier oben zum Beispiel Hydrauliköl kann man hier einfüllen. Letzten Endes muss man gucken, HLP 22, glaube ich, soll man da drauf machen. Das wäre so das Hydrauliköl für das Gerät. Und ja, was ich schon meinte, Benzin. Hier ist ein kleiner Benzinfilter drin, so ein Filtereinsatz. Ich würde aber auch empfehlen, ich habe es noch nicht gemacht bei meinem Dumper, aber das habe ich auf jeden Fall noch vor, dass ich noch einen kleinen Benzinfilter einbaue. Hier ist die Benzinleitung und dass man hier in diesem Bereich eventuell, wenn man das hinkriegt, einen kleinen Benzinfilter noch einbaut. Einfach nur zur Sicherheit. Meistens tankt man so ein Ding ja aus dem Benzinkanister, aus dem Reservekanister so, ne? Und da hat man auch ab und zu mal irgendwie Dreck drin und so weiter oder in diesen Rohren und so was. Also macht schon Sinn, da eventuell noch vorsichtshalber eben einen Benzinfilter einzubauen, meines Erachtens. Hier ist der Luftfilter drunter, wenn man relativ viel staubige Umgebung hat. Dann macht es auch Sinn, den von Zeit zu Zeit sauber zu machen. Kann man mal gerade reingucken, ist keine große Sache. Zack, da ist der Luftfilter, der ist nochmal hier gesichert mit einer Flügelmutter. Macht auch Sinn, ab und zu diesen Deckel einfach nur mal aufzumachen, weil nämlich diese Mutter sich hier auch gerne losrödelt. Ja? Also dann fängt das hier alles an zu klappern und so, ist auch nicht so geil. Vor allem, wenn der Motor dann Luft zieht, ohne dass das durch den Luftfilter geht. Ja, muss ja eigentlich auch nicht sein. So, kann man das ganze Ding wieder zusammenbasteln. So, hier, das ist da unter diesem Blech hier, da ist der Krümmer drunter und dieser komische, naja, ich sag mal Schalldämpfer, ob das wirklich ein Schalldämpfer, möchte ich das Ding eigentlich nicht nennen, das ist mehr so eine Brülltüte. Laut ist der wirklich, ich hasse es, ich empfehle auch auf jeden Fall einen Gehörschutz bei dem Ding, weil der ist echt laut, wenn man damit, vor allem wenn man damit im Haus fährt, fliegen dir echt fast die Löffel weg, ja, das ist total ätzend. Motoröl macht man hier, diesem kleinen gelben Nupsi. Da ist auch eine Kontrolle drin, also hier kann man aufmachen und dann ist hier so ein kleiner Peilstab. Ja, wie man sieht, kleiner Peilstab, alles gut. Sollte man kontrollieren, also der sollte natürlich kein Öl brauchen, um Himmels Willen. Ja, also bei den paar Kilometern, die man macht mit dem Ding, sollte der eigentlich kein Öl brauchen. So, die Ketten muss man auch ein bisschen drauf achten. Mir ist es schon passiert, dass die sich, also diese beiden Federn hier, das sind die Kettenspanner, die drücken praktisch, also das ist auch so eine chinesische Technik. Die Vorderachse ist so ein bisschen, man sieht auch hier unten, da ist ein Langloch drin. Die ist praktisch dafür da, um die Kette zu spannen. Und das funktioniert nur über diese komischen Federn hier, die dann hier mit diesen Bolzen und noch einmal gegengesichert sind. Aber weil das ganze Ding halt echt rödelt und ruppelt und rappelt, ja, lösen die sich auch eventuell ein bisschen und lösen sich. Und dann nimmt die Kettenspannung nach. Und dann kann es halt passieren, dass wenn man voll beladen um eine Kurve fährt, also eine blockiert und so weiter, dass einem die abspringt. Und das ist dann echt ätzend, weil die wieder drauf zu ziehen ist alleine fast nicht möglich. Da muss man schon ganz schön zangeln, um die wieder drauf zu kriegen. Ja? Geht natürlich, um Himmels Willen, das ist kein Beinbruch, wenn so eine Kette abspringt, aber ist halt auf jeden Fall ätzend. Ja, so, das macht man hier mit diesen hier, also das sollte man öfters mal kontrollieren. Also die Kettenspannung an sich, dass sie in Ordnung ist und dass sie eben, wenn man sie nachstellen muss, dann kann man das hier an dieser Stelle machen. Hier an den, hier sind noch Schmiernippel dran an den Bolzen. Allerdings ist hier so viel Spiel drin in diesen Dingern. Ja, weiß ich auch nicht. Also das hier ist ziemlich, das ist auch wieder chinesisch. Also da ist nichts auf Spannung. Ich meine, letzten Endes ist das natürlich auch, das fährt nur einmal hoch. Das ist ja nicht wie beim Bagger, dass sich das die ganze Zeit bewegt, sondern das bewegt sich ja pro Tour macht man das ja nur einmal. Ja, so von daher, dieser Schmiernippel hier unten ist auch ein bisschen scheiße, da kommt man nicht gut dran. Den sieht man sogar überhaupt gar nicht hier so richtig, da unten ist er. Ne, ja. Kann man machen, ne? Ein bisschen Fett dran startet nie. Wenn die Hebel nicht mehr richtig funktionieren, dass man hier also merkt, ah, das ist alles irgendwie nicht so geil, dann kann man die hier spannen. Man hat also 1000 Spannmöglichkeiten. Man kann hier oben spannen, dann kann man hier nochmal spannen und hier unten kann man auch nochmal spannen. Diese beiden sind dann letzten Endes das, was auf diesen Mechanismus da unten führt und dieser Mechanismus, der regelt dann das Rechts- und Links-Gelenke. Man muss ein bisschen aufpassen, das hier ist auch so eine minimale Fehlkonstruktion, wenn man das hier so sieht, da ist so eine Schale und ich habe schon ganz häufig gehabt, wenn man durch Schotter fährt, dass sich da unten ein Stein reinwirbelt und dann funktioniert auf einmal ein Hebel nicht mehr. Das merkt man dann daran, dass der Dampfer auf einmal nur noch in eine Richtung fährt
und man gar keine Chance mehr zu lenken. Da muss man immer gucken, das ist dann, dann ist meistens da unten ein Stein drin. Ja, das ist dann immer so ein bisschen lustig. Oder auch nicht. Ja, ja, so viel dazu. Ja, Kettenspannung und so weiter, ne, mit dem Öl. Das ist eigentlich schon alles bei so einem Ding. Wie man sieht, der ist ziemlich einfach aufgebaut. Da gibt es keine großen, ja, großen Geheimnisse bei, ne? Ja, und hier nochmal ein paar kurze Szenen aus dem täglichen Betrieb von dem Gerät. Ja, was ich schon meine, kraftet das Teil eigentlich genug. Wenn man so eine ganze Mulde da voll hat mit Erde, mit Lehm, mit Steinen, habe ich bis jetzt noch nicht gemerkt, dass der irgendwie da Probleme mit hätte. Hier sieht man, wie schön lahmarschig der Rückwärtsgang ist. Ist innen natürlich nicht schlecht, aber manchmal möchte man es auch ein bisschen schneller haben. Aber er lässt sich eigentlich ganz gut manövrieren, auch auf so engem Raum wie hier zwischen den Stützen und so weiter. Wenn man so ein bisschen Übung mit der Lenkung hat, dann kriegt man den schon ganz gut überall durchgezirkelt. So, also nicht wundern, das sind natürlich jetzt alles ältere Aufnahmen. Ich spiele die nur eine, wenn man auch nochmal einmal das Gerät so in Aktion sieht, beladen und so weiter. Also hier zum Beispiel die Steigung, das ist auch so ein Ding, da fährt das Teil auch voll natürlich, ohne Probleme hoch. Also Leistung hat er. Schon ganz gar nicht schlecht. Ja, so viel zu dem Dumper. Wie man sieht, eigentlich wirklich viel zu beachten gibt es da nicht. Es ist keine wirklich komplizierte Maschine. Man muss sich so ein bisschen an die Steuerung gewöhnen, was ich meine. Wenn man lenkt, dass sich das Teil halt um die Mittelachse dreht, gerade wenn man so durch eine Tür fährt und direkt nach der Tür lenken muss, muss man sich ein bisschen dran gewöhnen. Das ist aber auch eigentlich auch alles. Man muss natürlich auch aufpassen, dass man, der hat da auch Kraft, ja, dass man damit nichts kaputt fährt. Wenn man da irgendwo hängen bleibt, dann fährt er auch trotzdem erstmal weiter. Zu den Ölen. Ich habe nochmal nachgeguckt. Also Hydrauliköl habe ich hier HLP 22. Da steht übrigens auch interessanterweise in keiner Anleitung drin. Ich hatte auch mal mit dem Shepherd Service telefoniert, die meinten, oh naja, HLP 22 oder 46, also das war denen völlig egal. Also da scheint das Gerät völlig, scheint halt mehr oder weniger egal zu sein. Ich habe dann HLP 22 genommen, alles cool. Letzten Endes, wenn man keine extremen Temperaturen hat, passiert da eh nichts mit. Motoröl, wenn man danach fragt, da habe ich auch ganz Standard 15W40, kann man natürlich auch 10W40 drauf gießen, wie man möchte. Ja? Also der Motor muss ja auch nicht viel leisten, das ist ja nicht so, dass das jetzt Hochdrehzahl ist. Was macht der, 3000 Umdrehungen oder was, unter Volllast, unter Vollgas, wenn man richtig Kette gibt. Alles easy peasy. Der Auspuff, was mich eigentlich persönlich am meisten stört, das ist ein bisschen der Auspuff. Ich habe da schon mal geguckt im Internet. Mein Plan ist auch eventuell aus so einem Zusatzschalldämpfer für Fahrzeuge oder für Autos oder für Motorräder, mir da noch einen Schalldämpfer zu basteln, weil der ist echt laut, Leute. Ne? Ich verstehe das immer nicht, warum man so ein Gerät nicht ein bisschen leiser konzipiert. Also ohne wirklichen Gehörschutz kannst du das total vergessen. Ne? Da fliegen dir echt die Löffel weg. Was man noch beachten sollte, wenn man den jetzt wartet, so wie ich mache den ja auch hin und wieder mal mit dem Hochdruckreiniger sauber, dass man danach natürlich auch mal zusieht, dass man überall so ein bisschen Fett wieder dran macht. Vor allen Dingen hier oben in diesem Bereich von dem Kupplungshebel, das lohnt sich immer hier oben auch ruhig ein bisschen dick Fett dran zu haben. Auch hier die Hebel und auch da unten dieser Mechanismus, halt alles da, wo die Bautenzüge arbeiten, dass man die immer so ein bisschen Fett und Öl dran hat. Tut nicht weh, kostet kein Geld und der Maschine tut es in der Regel gut. Ne? Ja, ansonsten bei den Ketten, was ich meine, da gibt es eigentlich nicht viel zu beachten. Bei der ganzen Hydraulik, das ist ja so gesehen alles wartungsfrei und auch der Motor an sich ist eine geschlossene Einheit. Da hat man normalerweise keine Sorgen mit und muss eigentlich auch nicht mehr machen als Benzin nachfüllen und halt Öl kontrollieren, ja, mehr oder weniger. Was ich meine, der Benzinfilter ist noch ein gutes Add-on. Das werde ich hier auf jeden Fall noch einbauen. Ein Benzinfilter macht immer Sinn und es gibt ja auch so relativ kleine für Maschinen, dass man so einen denn da noch zwischenbauen kann. Ne? Wenn ich so ein Teil habe, werde ich den da mal einbauen kann. Ich habe mal irgendwann mal ein Foto von machen dann an der Stelle, wie das dann aussieht. Ja, so viel dazu zu dem Dumper. Wenn noch irgendwelche Fragen sind, wenn ihr nicht wisst, ja, was muss ich da sonst noch beachten oder euch fällt noch irgendwas ein, eine Frage, die ich jetzt hier nicht behandelt habe, kein Problem, schreibt es in die Kommentare und ja, dann kann man das bestimmt auch noch beantworten. Ansonsten würde ich sagen, danke fürs Zuschauen und ich gehe wieder an die Arbeit und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dann, Leute. Ciao, ciao.